Was geht? Ein paar Tage vergangen, als ich das letzte Mal gestreamt habe. Hallo Jamie. Guten Abend, meine Herren. Ich verbeuge meinen Hut. Guten Abend zurück. Na, ich habe hier wieder einen Tee am Start, so wie jedes Mal. Das ist mein Markenzeichen, okay? Ich muss mit dem Tee flexen. Geiles Gesicht. Deins oder was? Hallo Melvin. Hey. Endlich geht es. Pipo, hey. Ist das nicht cute? Pipo, hey, ist super. Ich liebe Pipo, hey. Okay. Ich hatte heute vor, TF2 zu spielen, aber nicht normal TF2, weil das wäre ja langweilig. Das mache ich ja sonst schon jede Woche. Sondern Man vs. Machine. Und ich habe sogar noch ein Duty-Ticket. Das heißt, wir können sogar Sachen gewinnen. Jetzt habe ich mal irgendwann aus einer Box gezogen. Das heißt, wir können sogar ein Australium-Item gewinnen. Mein Tee ist wieder viel zu heiß. Geilomat. Oh no, nicht Geilomat. Oh, das ist ein super Wort. Okay. TF2. Let's go. Ich mache mal die Musik an. Hatte ich jetzt aus für den Anfang? Ist wahrscheinlich viel zu leise, oder? Wow! Danke für den Follow-Cleanup, Clamp. Was geht, was geht? Willkommen im Stream. Schön, dass du dabei bist. Danke für dein Follow. Okay. Machen wir die Audio ein bisschen lauter, oder? Ach, das geht bestimmt so. Okay. Sogar direkt Neutim und es wird natürlich eine Kiste. Was sollte es sonst sein? In diesem Spiel bekommt man nichts geschenkt außer Kisten. Merkt euch das. Okay. Man vs. Machine. Training. Obwohl, wir können. Okay, das entscheidet ihr jetzt. Wollen wir direkt ein Man-Up-Ticket einlösen? Ich glaube, ich habe eins, oder? Habe ich eins? Nicht, dass ich mich jetzt hier irre und. Boah, hab so Hunger. Mach dir was zu essen, Jamie. Hier, ja. Ein Tour of Du genau, ein Tour of Du Duty-Ticket. Mann, ich kann schon nicht mehr sprechen. Ja, dude? Okay. Dann machen wir das direkt am Anfang. Okay, let's go. Wait, wait. Eine Runde, da brauchst du mindestens vier. Oh, stimmt. Oh mein Gott, stimmt. Für, ja, stimmt, hast recht. Ich esse gleich Lasagne. Ui. Stimmt, da brauchte man vier Tickets für, ne? Ah, das ist shit. Boah, der Tee ist viel zu heiß. Wait, wie teuer sind noch mal? Ich überlege gerade, ob ich mir einfach welche kaufe kurz. Mindestens vier. Ich habe eins. Ich guck mal kurz. Vielleicht hole ich mir kurz welche. 89 Cent. Auch im Dings. Oh, hey Martin, was geht? Schön, dass du auch dabei bist. sogar 97 Cent hier. Warte mal. Kosten die im normalen Shop weniger? Im Shop kosten die actually weniger anscheinend. Oder? Ah. Wo gab's die denn nochmal? Come on. Ich klicke mich hier gerade durch. Naja, ich glaube, ich kann mir nicht welche leisten. Hi! Ich glaube, ich kann mir keine leisten. Aber wir können das nächstes Mal gerne mit Tour of Duty Ticket dann machen. Dann hole ich mir mal welche. Dann spielen wir jetzt erstmal normal eine Runde, ein paar Runden. Was wollen wir machen? Normal, mittelschwer, fortgeschritten oder Expertenmodus? Sind wir eher die Bubis oder sind wir eher die Chats? Ich sag jetzt schon mal, ich schaffe manchmal eine normale Mission nicht mal. Tendiert immer darauf, ob ich jetzt eingespielt bin oder nicht. Und ich habe schon ein bisschen länger nicht. Also könnte man sogar, aber könnte man Man-Up sogar mitspielen? Ja, wenn du mitspielen möchtest. Kannst du machen. Chat? Yay, nächster Valorant-Ban. Oh no, Melvin. Ja, wir machen erstmal mittelschwer. Ich will mich nicht in zu viel stürzen, aber den Bubi-Modus, den machen wir nicht. Schließlich sind wir keine Bubis. Wir sind Früchtchen. Okay. Ich hoffe, der Stream läuft gut. Ich habe nochmal ein bisschen die Bitrate hochgezimmert und. Bubi-Modus? So meine ich das nicht. Ich meine den Begriffen von wegen. Ah, naja, egal. Ich meine den BOBI, nicht den BO. Oh Gott.
Jamie. Ich hoffe, wir finden eine Runde. Spielt so keiner um die Uhrzeit. There are no accidents. Stimmt. Habt recht. Hey, finde ich hier keine mittelschwere Mission. Müssen wir doch den Bubi-Modus spielen? Oh, der Tee ist lecker. Okay, wir gehen doch mit dem Bubi-Modus. Oder zumindest, wir machen beides. Mal sehen, was wird. Mal sehen, was es wird. Also guck, der Bubi-Modus ist beliebter. War ja klar. Ich meine, wenn der so ist, wie Jamie meinte, dann verstehe ich das auch sogar. Die Map. Die ist perfekt für einen Ingenieur. Ich meine, ihr könnt entscheiden, welche Klasse ich spielen soll. Also wenn ihr wollt. Dann sagt Bescheid, welche Klasse. Ich spiele alle. Aber Scout, wie man sieht, ist mein Main. Aber nicht bei Man vs. Machine. Da weiß ich, ob man da so gerne Scout spielen möchte. Da spiele ich eigentlich immer eher Engineer. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. War das laut? Muss ich das Spiel noch leiser stellen? Oh Gott, die taunten hier direkt alle schon. Soll ich das Spiel mal kurz auf Englisch lieber stellen? Ich glaube, ich muss noch mal leiser machen ein Stück. Zumindest für mich. Sanitäter! Ja, ist ja gut. Okay, wir spielen jetzt erstmal Engineer zum Einspielen. Ja, die Einweg-Sentry kann man sich am Anfang nie leisten, ne? Was das Spiel gibt's in Deutsch? Ja, natürlich. Also Man vs. Machine ist manchmal Englisch, aber sonst das Spiel so ist eigentlich Deutsch. Komm, wir machen das. Machen den Ingenieur. Let's go. Ich werde mir den aber klauen. Ihr müsst mal sagen, wie der Stream läuft. Warte mal, das ist jetzt ein... Leckt das Spiel? Hey! Ist er mega smooth? Sicher? Mein Spiel laggt nämlich ein bisschen. Ha. Na, vielleicht. Vielleicht muss ich noch ein bisschen. Ja, egal. Mach noch einen Weg zurück, weil wenn der ein Dings macht, dann ist schon okay. So. Bei mir laggt das nämlich gerade ein bisschen, aber kann auch nur bei mir sein. Was keinen Sinn ergibt, aber ja. Also, er ist nicht mehr versetzt wie in den letzten Streams. Oh, das ist nice. Teleporter wird aufgestellt. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass meine 360 TF2 nicht schafft. Ich habe das damals auf dem Laptop gespielt und da lief es flüssig. Ah gut, habe ich auch nicht gestreamt, aber trotzdem. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, ihr müsst sagen, wenn es zu laut ist, ne? Also dann stelle ich es auch nochmal leiser. Ich weiß es echt nicht. So wie es sich für einen Ingenieur gehört. Ich hatte mal den Taunt, dass ich mich hinsetzen kann. Okay, das Spiel leckt wirklich gerade ein bisschen. Das ist schon lächerlich, ne? Wait. Ich stelle die Grafik kurz ein bisschen runter. Machen wir... Oder Mitte. Hoch. Shader... Ja. Ah, das ist schon okay. Kann man schon mal so machen. Aua! Das tut gar nicht weh in den Ohren, dieser Sound. Ich hoffe, das Spiel stürzt nicht ab auf einmal. Ich kann dagegen gerade nichts tun. Das ist... Danke, okay. Boah, das war laut. Ich stell's doch ein bisschen leiser, zumindest für mich. Alter Schwede. Boah. Dieser Beat. Ja, der war ziemlich nice, der Beat. Okay, es läuft ein bisschen flüssiger. Ja, okay. Ja. Ein bisschen zumindest. Boah, dieser Piep-Sound eben, ne? Also, ich habe ja immer das, wenn irgendwas getroffen wird, dass es halt so ein Bing, Bing, Bing kommt. Und der hat sich da noch. Der hat sich einfach überlappt und es war so schlimm. Die schlimmste Erfahrung meines Lebens.
Einfach Bass Boost, ja, das ist true. Hoffentlich nicht Bubble Bass. Dann halt dürfen wir nicht die Gurken vergessen auf dem Burger. Oh, die ist so easy, die erste Runde. Weil, wie viel haben wir? Ja, let's go. Für die Mini-Sentry, Leute. Für die Mini-Sentry. Wait, ich nehme die Freundschaftsanfrage gleich an. So. Für die Mini-Sentry. Bin ich sowas von bereit für, ne? Weil, die wollen uns noch ein bisschen was. Die Teile mit dabei zu haben, ist immer gut. Der merkt nicht, dass das... das ist... Damit kommt man eigentlich zurück. Ja, komm, wir machen da jetzt, wo die anderen nicht mehr stehen. Nee, jetzt sind meine Teleporter am Werk, nicht deine. Der Ingenieur will mir jetzt schon meine Ideen klauen hier. Nein, ich stelle die Sentry am Anfang hin. Dieses Strat benutze ich schon lange. Die kommt hier hin. Hab mal in Man-Up die dritte Welle mit 5 Angies und einem Scout geschafft. Yo. Angie ist generell die beliebteste Klasse in diesem Spielmodus. Eigentlich haben wir auch nur nützliche Klassen gerade. Ich bin ganz froh, dass wir nicht einen Spy oder so haben. Also klar, ein Spy kann die zwar zappen und so, aber... Naja. Krass doll ist er jetzt auch nicht. Also wenn du das echt gut spielen kannst, dann ja, aber sonst... Spy ist ja auch ziemlich schwer in generell überhaupt. Scout fehlt? Ist Scout so entscheidend? Macht der so einen Unterschied? Oh, fürs Money? Oh ja, das stimmt. Der mit seinem... Ist das Original? Ja. Der mit seinem Original. Schade, dass ich keine Taunts mehr habe. Ich habe die alle verkauft. Das ist traurig. Irgendwie 2018 verkauft oder so. Dann war ich pleite. Raus mit ihnen! Bin fauler Sack und bleib hier stehen. Sniper ist an sich auch nicht so eine nützliche Klasse, aber ich habe sie manchmal sogar gespielt und sogar damit durchgespielt. Weil man einfach die SMG, ist auch genau das gleiche beim Medic, einfach Nachladegeschwindigkeit und Schussrate einfach so krass erhöhen kann, dass das Ding einfach so abgeht. Ja, das ist ziemlich nice. Wait, achso, die Mini-Sentry vorne. Ne, warte. Doch, klar. Hm. Munition ist fast alle bei dir. Mein kleiner Schatz da vorne. Da dann wieder noch ein bisschen rein. Oh, es wäre voll schlau, die Shotgun mitzunehmen, wo man von Weitem auffüllen kann. Doch, gegen die Medics und die Cleaner Karabiner und der Buschwacker. Geiler Beat schon wieder. Yeah. okay. Wow, ich muss mal den mal wieder. Wait, der ist hier vorne. Wow. Na komm. Warte, kommt der von da? Warum kommt der von da? Jungs! Oh, hat der seine Sentry nicht umplatziert? Oh. Wait, der ist ja schon da hinten. Meine Fresse, es ist viel zu viel los. Warte. Ich nehm die wieder mit. Gib mir die. Ich wollte eigentlich... Ignorieren die Soldiers. Ich wollte eigentlich die Sentry moven und dann halt, ne, die Sentry Buster zum Explodieren zu bringen. Oh Mist, ich hab... Oh Mann, es ist so viel Stress gerade. Muss erstmal wieder reinkommen in das Spiel. Ja, alles gut, das schaffen wir. Jungs, weg vom Sentry Buster! Mit dem lässt sich kein Kirsche pflücken. Oh Gott, so ein Rentnerspruch nur. Ah, die hauen uns jetzt voll mit Sentry Buster. Und der wird seine Sentry Buster nicht wegnehmen! Egal, wenn ich vorher dahin stürme, dann geht das.
So, der kommt wieder von der Seite. Komm, gib mir die. Ganz schön. Achso, die Mini-Sentry. Ich hab gerade so gedacht. Hä, warte, was? Wie geht das jetzt? Bisschen am Ruck in das Spiel. Keine Ahnung warum. Und Heavy auch wichtig, so wie Maddox ohne Haste fast ein Problem. Und Rangers Bazooka und Buff Banner Soldier. Yeah. Na gut, ich glaube aber auf Bubi-Level ist das jetzt nicht so wichtig, dass man da so direkt die Strats rauspackt. Ich glaube, das ist erst wichtig ab einem anderen Schwierigkeitsgrad. Wow, ich hab das voll verpeilt, ne? Ich war gerade einfach so brain AFK. No. Okay, ich werde da nichts anrichten können. Meine eigene Sentry, ne? Naja, egal. Aber die hat mich betrogen, meine eigene Sentry. Das sehe ich nicht ein. Ich bringe die erstmal wieder nach vorne. Upgrades kaufe ich mir gleich. Oh, jetzt kommt die Spice. Dispenser wird aufgestellt. Immer wenn hier ein Auto bei mir langfährt, vibriert das ganze Haus. Das ist immer sehr hervorragend. So. Holen wir uns ein paar Sachen. Lebenspunkte für Gebäude ist nice. Und dann können wir uns nichts anderes mehr leisten. Mist. Nein, egal. Sprunghöhe würde uns bestimmt richtig viel bringen als Ingenieur. Total. Na komm, und wir das auf einmal. Dann geht das schon. So schwierig wird's schon nicht, okay. Packen wir den auf die andere Seite. Teleporter wird aufgestellt. Oh, die Mini-Sentry wieder an Anfang. Kennst du Magic, das Kartenspiel? Boah, ich glaube schon, ja. Ich denke. Sentry wird aufgestellt. Wieso? Pony up, boys. Oh. Oh, wait. Kennst du Joe? Wait, du meinst, Magic ist das mit dem Hasen und dem Hund? Wo man die Luga bekommen kann? Also Maxwell, glaube ich, hieß der Hase, denke ich. Oh wait, da muss ich nach vorne. Oh wait, nee, warte, ich habe das Timing. Alles gut. Alles gut. Ja, ich google gleich mal, mache ich. Weil ich weiß nur, dass man da auch welche bekommen konnte. Na, ja, jetzt kommt die Spice. Und die Sniper. Boah, ich hoffe, dass das nicht zu ihr rape. Ey, junger Mann, junger Mann. Okay. Ich gehe nicht mehr mit dem, mit einer Nahkampfwaffe. Mindestens 400.000 Euro die teuerste. Wow, manche. Als ob. Was? So, warte, ich guck kurz. Naja, schon mal gesehen auf jeden Fall. War noch nie gespielt in meinem Leben. Nicht das Kartenspiel, was ich gespielt habe, okay. Hab Yu-Gi-Oh! Oder so mal gehabt. Ja, wir können eigentlich nochmal Lebensgebäude. Dispenser weit reiche. Mann, ich kann nicht reden. Scheißdreck. So. Oh wait, die Mini-Sentry. Nee, weil ich habe erst gedacht, du meintest mit Cosmetics, die man da bekommen kann. Es gibt nämlich so ein Pokerspiel. Halt mit so einem Hasen und so einem Hund, wo man damals so
wenn man bestimmte Missionen dort gemacht hat, für TF2 Cosmetics freigeschaltet hat. Und darunter war halt einmal die Luga und der Hut irgendwie Maxwell oder so hieß der. Luga kostet irgendwie 20 Euro im Shop, also ist ja. Aber die wollte ich immer haben. Und ich habe eine DVD von dem Spiel. Also eine DVD gab es auch davon. Ich weiß nicht, ob es eine DVD oder ein Spiel war. Ich weiß es nicht mehr. Ja, ich hoffe, es wird nicht wieder alles weggesprengt, wenn. Obwohl Sentry Buster kommt wahrscheinlich. Die Runde nicht, oder? Max saved her? Ich safe, oder? Ich denke. Oh shit, meine Sentry. Ich denke, dass es das ist. Ja, dass so ein Hasenhut ist dann, ja. Ja, ich warte mal, bis sie hier vorkommt. Yes, Sir. Ja, ich denke, dass es das ist. Dass es der Hut ist. Ich bin mir ziemlich sicher. Stellen wir uns ein wenig hinter die Wand. Kleine Mini-Sentry. Da ist halt echt gute Arbeit dort vorne. Ein kleines Ding. Alright. Und weg ist sie. Arme Mini-Sentry. Tut mir jetzt schon leid. Ja gut. Ist egal. Scheiß drauf. Ich verpiss mich. Kriege deinen Scheiß da oben alleine. Ich gehe jetzt schon dahin. Na, wait. Lohnt sich das? Ja, das lohnt sich. Angie's gone. Ich mag die Hackfleischlein. Also ja, im Englischen ist es making bacon, aber hier ist es machen Hackfleisch und das hört sich so bescheuert an. Machen Hackfleisch. Hey. Achso, ja. Naja, die sahen schon sehr nach Spice, aber wahnsinnig. Also hört auf, so sass zu wirken. Bitte. Ich setz mal mein Dispenser besser hin. Das macht mir sonst ein bisschen aggressiv. Engineer ist doch ein schöner Job. Nicht Sniper ist ein guter Job, Mike. Sondern einfach Engineer ist ein guter Job, Mike. Wie oft wird die heute das noch sagen? Der wirkt schon wieder sass. Aber ne, der stellt sich glaube ich nur für den Dispenser hier. Ah, der kommt da. Schön. Ja, haben wir, denke ich. Außer da passiert jetzt noch ein richtiges Unglück. Ja, noch einer. Ey, die wollen unbedingt noch einen reindrücken zum Ende. Okay. Hat's aber nicht weit geschafft. So.
Oh, mein Dispenser ist kaputt. Hab das nicht bemerkt. Das ist unfortschrittlich. Wupp. Oh, das ist wirklich eng hier. Ja, komm. In die größte Ecke der Welt. Egal. Oh, war das platziert? Ne, den Ausgang noch. Ready to rumble. Komm her, Abby. Komm her. Auf deinen fetten Rücken. Komm. Ich massiere den jungen Mann. Ne, warte, was? Na. Nicht der Yippie-Kai-Yay-Spruch. Also ist doch der berüchtigte. Dann immer so voll Party vom vor der Runde. Schaut euch meine Koteletten übrigens an. Die hatte ich meine ich damals für den Scout geholt und dann fand ich die Koteletten wiederum doch hässlich und dann jetzt sieht mein Scout so hier aus. Wait. Eigentlich spiele ich ihn so hier immer. Ne, warte, wie spiele ich ihn? Ah, da habe ich einfach nur das Oberteil gewechselt. Also eigentlich spiele ich ihn so hier. So. Ich habe schon gedacht, was liegt denn da auf dem Boden, aber es ist einfach nur eine kaputte Sentry. Also, alles fein. Snipen die von hier hinten einfach. Das ist für mich kein Problem. So ein bisschen Auto-Aim hat das schon, ne? Oh, wait. Wieder ein bisschen auffüllen, den Jungen. Der Arme. Jetzt kann man sich natürlich überschreiten, ob Sentry weiblich oder männlich ist. Was heißt ja die Sentry? Man, wir wurden hier fahren. Ey, der Heavy schafft das ja gar nicht weit. Was ist denn mit dem da hinten los? Der stolpert ja die ganze Zeit. Weil dann klopfe ich da so noch auf. Aber voll die nice Straight, Alter. Einfach da keepen. Kannst du dann gleich die Anfrage annehmen? Ja, ja, mache ich gleich nach der Runde. Mache ich. Schwierig zu sagen. Schussfrequenz war schneller schießen, oder? Wahrscheinlich schon, ne? Ja, nehmen wir mit. Geht schon. Die Stimme vom Heavy Elf. Sollte definitiv mal einen Eukalyptus-Bonbon nehmen. Voll dumm, dass er das Ding auch spinnt. Konnte man hier nicht? Hier konnte man keine Taunts machen. Ich hatte das mal in der Pillpoy-Variante. Wegen dem Cosmetic. Ich fand damals gut, als es rauskam. Sentry wird aufgestellt. Der irrt hier einfach nur ahnungslos rum. Hör, wie du
muss doch an die Front. Was machst du denn? Er mit seiner Banane, Alter. Das sieht eh am besten aus, wenn der wie eine Banane ist. Brauchen immer etwas. Ich hab schon gedacht, die Mini-Sentry ist schon bald Schrott, aber ja. So, die Munitionsanzeige, die piept. Ich fülle kurz wieder auf. Oh, Soldier war nicht schön. Der macht wieder die Taktik. Yo. Oh, what? Oh, shit. Vergessen, dass Spies existieren. Nicht. Habe ich nicht zugehört. Oh, den konnten sie doch nicht da keepen. Oh, er ist ja tot. Also kein Problem. Komm, so, komm schon, Sentry, nicht kaputt gehen, hey. Du hast doch noch ein erfülltes Leben. Denk dran, du hast eine Frau. Kinder. Na gut, dein Kind ist eigentlich tot, weil die Mini-Sentry ist weg. Aber hey. Als ob man die als Demo so gut... Ach nee, warte mal, was? Als Pyro kann man die so zurückhalten. Also jetzt ohne Airblast, aber ja, echt. Krass. Das ist ziemlich cool. Ah, shit. Darüber reden wir nicht. Ich sollte öfters diesen Tee trinken. Schmeckt gut. Komm schon, Sentry. Hau rein. What? Oh. Naja, hat ja noch geholfen, ne? Ja, yeah, und... Oh Gott. Lass mich bitte respawnen. Hab Gnade mit meiner Sentry. Hab Gnade mit meiner Sentry. Hab Gnade. Okay, das war's dann. Ich glaube nicht, dass wir das noch schaffen. Shit. Das war nicht so gut. Wir haben gerade den Wii Hiroshima gemacht. Ja, das ist, unvorteilhaft. Hey, Soap. Heißt einfach Seife. Oh, ich hoffe, jetzt lieben nicht alle direkt. Ich kenne das nämlich, dass irgendwie dann auf einmal alle lieben, weil sie einmal verkacken. Die Ausdauer ist nicht vorhanden. Aber ich kann das verstehen. Teleporter wird aufgestellt. Mir fällt gerade auf, man sieht gar nicht die Anzeige von den Sentries. Wegen der Facecam. Aber TF2 ist auch so doof gemacht, zumindest in Man vs. Machine, dass ich nicht weiß, wo ich die Facecam hinpacken soll. Das ist ein bisschen blöd geregelt. Na gut, daran haben die aber auch bestimmt nicht gedacht. Warum sollten sie auch? Sentry wird aufgestellt. Everybody ready? Ach ja. Teleporter wird aufgestellt. So. Soll ich mal einen Greenscreen besorgen? Dann wäre das bestimmt möglich. Ja, yeah, doch, ich sehe da unten Potenzial, seine Facecam zu machen. Hm. Ist nur leider immer alles so teuer. Den Mund! Meine Güte, der Ingenieur. Soll man lieber seine Sachen bauen? Hey. Wie wir jetzt hier alle einfach. Vier Engies. Wo macht der vierte seine hin? Yo! Ach, hallo Mauli erstmal. Ja, wie gesagt, ich habe dich gefragt, was für eine. Was für eine Sounds du haben möchtest. Und du meintest nur einen und den gab's nicht. Den gab's nicht. Gib dir noch eine Chance, fix das endlich mit den Sounds. Ja, das mache ich noch. Aber ich muss halt, wie gesagt, erstmal gucken, was für welche.
Mach irgendwelche. Okay, mach ich. Sonst suchen wir die nachher zusammen raus im Call. Oha! Mauli, oha! Aber schön, dass du im Stream bist. Ja, wie gesagt, sonst müssen wir mal zusammen Call nachher gucken. Wir müssen Peters Lache reinmachen. Das ist eine Pflicht. Cool Boy. Na komm, komm um die Ecke. Okay, die gehen auf die anderen Sentries. Ich achte nie auf die Spice, ich weiß nicht warum. Aber irgendwie achte ich da nie drauf, ey. Was geht sonst so, Mauli? Alles gut bei dir? Heute mal nicht draußen um die Uhrzeit. Junge, mach deine Sentry-Halle. Aber bleib heute nicht lange. Ja, nicht schlimm, alles gut. Ich streame heute auch nicht lange. Weiß nicht, ich streame heute vielleicht ein bisschen über eine Stunde, aber mehr nicht. Also wahrscheinlich spiele ich noch ein oder zwei Runden höchstens. Aber kommt drauf an, wie lange die hier noch dauert. Dann vielleicht auch nur noch die hier. Aber ich glaube, die schaffen wir. Muss man sich anscheinend doch noch die Hände dreckig machen als Ingenieur. Doch, doch, gehe dann gleich raus. Ah, okay. Ja, nice. Boah, zwei Sentry Buster. Wollen die mich verarschen? Die kann ich nicht beide abwehren, Jungs. Gottes Willen, hier ist so viel los. Shit, ich habe meinen Dispenser vergessen. Nochmal hinter. Oh Gott. Junger Herr. Lassen Sie meinen Dispenser in Ruhe. Haben wir einen zurück? Wait, der ist zweiwegig. Okay, sehr nice. Boah. Das war jetzt aber auch anstrengend. War ein bisschen stressig. Ich glaube, ich mache wieder Schussfrequenz. Das lohnt sich an sich am meisten. Metallerneuerung ist auch nicht schlecht. Okay. Gebäude-Upgrades haben wir noch genug. Sehr nice. Oh, warte, ich. Nein, ich nehme mir die Sentry mit. Das ist meine. Nehme ich mit nach Hause. Nimm mal die Anfrage an, da ist ein Platz frei. Okay, warte, mach ich kurz. Wait. Bestätigen. So. Okay, kannst joinen. Also ich weiß nicht, ob du noch immer noch, aber ja. Danke. Aber was schlage ich eigentlich auf die rauf? Ich muss mit denen weg. So. Ich zerstöre den jetzt einfach. Kein Bock, alles herzuschleppen. No! Doch, der passt noch hin. Okay, gut. Ich dachte, er hat seinen Teleporter so platziert, dass ich den Dispenser dort nicht mehr platzieren kann. Das wäre es ja gewesen. Stellen wir die mal hier rein. Das geht schon. Oh. Let's go. Oh, warte. So. Ich bin bereit. So, das war mein letzter Schluck-Deal. Oh. Alles klar. Nicht schlimm. Sein Ernst? Okay. Anscheinend gehen sie jetzt doch nach da vorne. Das nenne ich nicht sehr kooperativ. Ich habe gedacht, wir wären Freunde. Uff. Arbeit. Ah,
Was ich dazu sage, das Spiel ruckelt gerade ein bisschen. Aber das ist nicht allzu problematisch. Ey, was macht der da hinten, ne? Sentry Buster. Alles gut, er braucht nicht zurückhalten. Ich weiß, wie man mit denen umgeht. Oh, wait, Jack. What? Keine Ahnung, warum der unten schon explodiert ist, aber ey, danke. Jetzt haben wir den echt bekommen. Hat. Wait, jetzt habe ich gar nicht mehr. Jungs. Und ich denke mir so, ach, da kümmert sich schon einer drum. Das ist nicht allzu schlimm. Ja, von wegen, Alter. Das war jetzt aber eine Pleite, ey. Weil wir können eigentlich. Kann man hier drin investieren? Was kann der Nightbot eigentlich? Du, keine Ahnung. Also, meinst du den bei Twitch, ja, ne? Also, den habe ich vor einem Jahr oder so, da habe ich vor einem Jahr oder so hier installiert und. Ja. Frag mich nicht, was der kann. Ich glaube, das ist einfach nur ein Filter. Ah, und übrigens an Cleanup Clamp. Du kannst dich joinen. Ich glaube, die Runde ist wieder voll, ja. Ja, das ist natürlich Trash. Ah ja, als Mod hier drin. Ja. Okay. Okay, Cleanup Clamp. Alles klar. Nicht wundern, falls ihr euch gerade fragt, der hat mir bei Steam geschrieben. Achso, ja. Nicht wundern. Boah, manchmal ruckelt das Spiel gerade. Nicht schön, nicht schön. Das ist nicht gut. Ich muss auf jeden Fall nochmal die Bitrate für solche Spiele ein bisschen runter. Weiß auf, glaube ich, 20.000 oder so. Da stand mal, wenn man 1440p streamt, dass man es so empfohlen ist, so von zwischen 12.500 und 25.000 zu streamen. Aber 20.000 ist anscheinend ein bisschen zu viel für dieses Spiel. Aber ist ja nicht schlimm. Mach ich das nächste Mal. Weil jetzt kann ich es eh nicht ändern. Pow! Ich hoffe, ich schaffe es diesmal, ja. Ich habe mir eine Mini-Sentry vergessen. Shit, nicht gut. Hey, das ist nicht schön. Wait. Da zähle ich jetzt aber noch. Die ist Pflicht. Ey, die kommen ja easy durch gerade. Aber die laufen hier rum, die Vollidioten. Ich werde hier kurz eine Mini-Sentry platzieren. Oh, da kam ich im perfekten Zeitpunkt, ey. Ja, alles gut, ich regel das. Okay. Kommen die gut durch gerade? Bin morgen aber sowieso von 15 bis 20 Uhr und hab zumindest geplant. Ah, nice, alles klar. Len, wann zeigst du mir endlich das mit den Emotes? Oh, shit, stimmt, du musst das mal anmerken nochmal. Ich denk daran doch nicht, Mauli. Du musst mir Bescheid sagen. Ich merke mir das sonst nicht. Oh, bisschen Kugelregen gerade. Komm, wir gehen direkt hier hin. Bei der Hälfte kann man das wohl durchmachen. Ah, shit, warte. Zu wenig Metall. Oh, scheiße. Ich habe gar kein Metall. Das ist jetzt shit. Ich tue irgendwo möglicherweise ein bisschen... Danke.
Oh Mann, nicht taunten, ich verdrück mich immer, ne? Das ist schlimm. Ja, Mauli, erinnere mich heute Abend mal dran, dann zeige ich dir das. Sag mir das am besten, wenn ich die Bildschirmübertragung anhabe. Wow. Bleib stehen, junger Mann. Wie die mal noch einen reindrücken müssen. Schlimm. Kein Respekt. Stimmt. Bisschen auf Sniper aufpassen. Ja, okay. Hat mein Dispenser Gott sei Dank noch nicht effektiv. Yeah, das gibt Hackfleisch. Gibt es das? Ey, die wollen ja die. Sag mal! Wie oft denn noch? Können wir doch nicht 1000 Sentry Busters reindrücken. Oh, wait. Ah, er ist voll gegengerannt. Ist nicht schlimm. Ist eh nicht mehr viel. Wir haben auch noch ziemlich viel Material im Inventar. Ich glaube, wir brauchen keine Spencer mehr. Let's go! Oh, was sage ich? Okay. Letzte Runde. Obwohl, vorletzte? Nee, letzte. Gott sei Dank. Sentry Schussfrequenz und Gebäude-Upgrade auf jeden Fall mitnehmen. Und vielleicht war eine Metallerneuerung. Metallerneuerung für Träger für alle 5 Sekunden. Weiß nicht, ob sich das lohnt. Machen wir einfach mal, ne? Ist doch egal. Okay. Oh, ich habe den Eingangs-Dings vergessen. Noch mal kurz zurück. Oh, wir haben jetzt einen Spy im Team. Uff. Mal sehen, ob er ihn spielen kann. Ich hoffe mal, ne? Aber er ist jetzt ein bisschen unvorteilhaft. Los! Wie rot mein Screen dadurch wird. Also generell. Also die Facecam. Und ihr müsst wissen, ich habe volle Belichtung gerade an. Also ich habe hier eine Softbox an. Und es ist trotzdem so dunkel gerade. The fuck. Ja, wir stellen die nochmal ein bisschen besser hin. So. Ich bin bereit. Nein, überfahr mich nicht. Es ist so cool, dass sie maut. Oh, ist tot. Mein Beileid an die Familie von diesem Pyron. Oh, ein Scout. Ja, lohnt sich irgendwie gar nicht in der letzten Runde. Aber naja. Warum hat er jetzt schon die Überladung benutzt? Was soll das? Warum nutzt ihr das jetzt? Okay. Weird, dude. Ich hoffe, das stößt hier nicht an. Ah, nee, eigentlich nicht. Hör ich die Musik? Die ist schon funky. Okay. Fallen wir trotzdem noch mal ein bisschen rein. Okay, ab jetzt bin ich wieder so. Manuell. Nicht manuell, sondern automatisch. Ah, der Scout ist gar nicht nützlich da hinten.
Kann das sein? Oh Gott! Den möchte ich aber noch killen hier. Definitiv. Als ob der hier langkommt. Oh Gott. Na komm schon. Ist er tot? Ja, yeah, nice. So, jetzt brauche ich den hier nochmal. Oh Gott. Ist gar nicht ihr Rape gerade irgendwie. Gott. Den kriegen wir nicht mehr. Okay, jetzt schon gescheit. Uff. Das war gar nicht mal so erfolgreich. Naja. Ja, was könnte man sich denn holen, was jetzt nützlicher wäre für die Runde? Also Schussfrequenz auf jeden Fall wieder. Ansonsten eigentlich nichts. Man könnte maybe noch Resistenz gegen Explosionen, aber... Weiß nicht. Machen wir es einfach. Teleporter wird aufgestellt. Wait, das ist nicht die Mini-Sentry? Erstmal auf den Rücken klopfen. Machen wir hier mal die Mini-Sentry jetzt hin. Kann ich mir auch nützlich vorstellen dort hinten. So, ich hoffe, das geht jetzt. Das geht jetzt klar. Man hätte natürlich auch Crit mitnehmen können, aber dann wäre halt wiederum die Möglichkeit, das halt schnell aufzubauen, nicht mehr. Ist ja auch blöd. Raus mit ihnen! Okay, der hat jetzt eh links. Lohnt sich eh nicht mehr drauf zu ballern. Jetzt aber. Kriegen die den schon auch allein oder muss ich nochmal die Sentry umplatzieren? Mann, kill den doch da hinten! Wir kriegen den nicht, ne? Ne. Was eine Enttäuschung! Der Tank muss nicht mal eingesetzt werden. Ich überlege gerade echt, ob wir Crit lieber mitnehmen. Könnte man eigentlich machen, ne? Komm, machen wir es einfach mal just for fun jetzt zumindest. So. Ich hoffe, das geht dann besser. Teleporter wird aufgestellt. Wäre nicht schlecht auf jeden Fall. Los, vorwärts. Ich habe schon überlegt, ob wir noch weiter vorne hingehen. Ob sich das noch lohnt, aber... An sich ist das hier schon der goldene Spot, weil es ziemlich mittig ist. Schwierig zu sagen. Ja, du siehst da. So. Na, dann versuchen wir es nochmal. Teleporter wird auf. Hurry up, boy.
Ja? Achso, die haben Schnickschnack Schnuck oder so gemacht. Komm, das kriegen wir die Runde. Ich auch, Heavy. Ich auch. Let's go. Machen wir direkt einen Crit-Schub am Anfang? Das Blöde ist, dass er natürlich sofort wahrscheinlich in den Dings-Modus, als ob der jetzt erst seine Sentry aufbaut. Oh mein Gott. Das ist jetzt natürlich etwas unvorteilhaft, dass er die jetzt erst aufbaut. Ich glaube, ich warte erst, weil der wird halt erstmal den Uber anmachen. Wait, haben wir ihn? So, wer da schon gestorben ist jetzt. Das ist nice. Wait, what? Die Welle war gerade richtig schnell am Opa. Jetzt hast du überhaupt was als Ingenieur? Ich glaube immer nach so. Ne, ich glaube nicht. Da glaube ich komplette Verschwendung tatsächlich. Doch, eigentlich sollte es was bringen. Aber ich habe keine Munition mehr. Ja, wir haben es aber gleich. Ich glaube, das kriegen wir hin. Okay. Ich glaube, das bringt doch was. Nehmen wir das Teil nochmal. Red nicht so damit, das ist schließlich kein Objekt. Kriegen wir, komm. Ja, dürfen wir ihn bekommen. Mhm, ja, haben wir. Let's go! Na, das war doch erfolgreich. Der arme Heavy. Oh, jetzt merke ich ja nicht mal was von der Regeneration. Tatsächlich mal. Ja. Ein bisschen herumteleportieren hier noch. Aber das war an sich eine spaßige Runde, muss ich sagen. Als Ingenieur. Und ich glaube, ich beende den Stream actually hier schon. Es sollte heute nur ein kurzer Stream werden. Aber die nächsten Streams werden wieder etwas länger. Eine Runde Man vs. Machine gespielt. Das nenne ich doch. Das nenne ich doch okay, oder? Naja. Wow, nicht so schnell, nicht so schnell. Ich mache jetzt ja noch die Abmoderation sozusagen. Okay. Was haben wir noch bekommen? Das will ich noch kurz sehen. Oh. Na Mensch. Also ein tolles Item. So, Leute. Yeah. War, finde ich, spaßig, auch wenn es nur eine Runde war. Aber, genau, wie ich schon gesagt habe, die nächsten Streams werden länger. Naja, Leute, dann, ich bedanke mich bei jedem, der dabei war. Und habt noch einen schönen Abend. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao!